gesehen, dass bereits im heurigen Jahr der Lkw-Verkehr über den Brenner um mehr als 17% zugenommen hat. Das sind mehr als 60.000 Lkw mehr als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Und das geht auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung. Wir haben uns einmal die aktuellen Lärmmessungen und vor allem die Schadstoffbelastungen in der Luft angesehen. Und die werden teilweise um bis zu 200% der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen überschritten. Und das führt effektiv zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung entlang der Strecke für die Bevölkerung. Es gibt Berechnungen, die aufzeigen, dass beispielsweise in Südtirol inzwischen mehr Personen an den Folgen der Luftverschmutzung sterben, als was bei Autounfällen. Und hier einfach wegzusehen und nichts zu tun, wäre fahrlässig. Und deswegen fordern wir von der Landesregierung, dass hier politische Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung getroffen werden, damit es einfach nicht erst bei Fertigstellung des Brenner Basistunnels irgendwann einmal, sondern bereits heute spürbare Entlastungen für die Bevölkerung gibt. Das heißt, dass der Lkw-Verkehr auf der Brenner Autobahn eingeschränkt wird. Wir haben eben einen Antrag eingereicht im Landtag, der nächste Woche dann behandelt wird. Und der sieht eben vor, dass wir in Abstimmung eben mit dem Bundesland Tirol hier auf europäischer Ebene oder auch auf italienischer Ebene dieselben Maßnahmen ergreifen und eben immer in Abstimmung mit dem Bundesland Tirol. Das Land Südtirol sollte eigentlich mit gutem Beispiel auch vorangehen, hat das aber zuletzt nicht getan, also indem sie zum Beispiel 150 Diesel-LKWs angekauft hat. Also auch der Vorschlag von Landesrat Deiner, dass man ein Dieselfahrverbot einführt ab nächsten Jahr, ist wenig durchdacht. Das zielt eigentlich nur darauf ab, hier die sogenannten kleinen Leute hier abzustrafen, nicht? Also die sich kein neues Auto in diesem Sinne leisten können. Und die eigentliche Dreckschleuder durch Südtirol ist die Autobahn, die Brenner Autobahn, und die bleibt ja außen vor, also die wird nicht berührt in diesem Sinne. Ja, gerade wir Bürger des Unterlandes fühlen uns oft sehr stiefmütterlich behandelt vom Land, wenn wir denken, was wir alles ertragen müssen. Ich denke dabei an den Flughafen, an den Safety Park, demnächst wahrscheinlich ein Abschiebezentrum für abgewiesene Flüchtlinge und natürlich in erster Linie auch die Autobahn. Wir fordern hier schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, dass endlich Maßnahmen gegen diesen Transitterror getroffen werden. Ich denke da zum Beispiel an den Ausbau der Schiene, denn die rollende Landstraße ist sehr unattraktiv im Verhältnis zur Autobahn. Aber das größte Problem, worauf wir schon vor über 10 Jahren hingewiesen haben, ist der Umwegverkehr. Wir sehen einfach, dass unglaublich viele LKWs, Hunderttausende im Jahr, also fast 40-50% des gesamten Verkehrs Umwegverkehr ist. Das heißt, es sind LKWs, die eine viel längere Strecke auf sich nehmen und durch Südtirol fahren, anstatt beispielsweise durch die Schweiz, weil einfach die Maut hier in Südtirol für LKWs so gering ist. Wir wollen Maßnahmen nicht irgendwann, wenn der Brennerbasistunnel vielleicht fertig werden wird, sondern sofort, denn man weiß, der Brennerbasistunnel wird das Problem vielleicht etwas lindern, aber er wird es keinesfalls lösen können.